Ihr kennt mich bestimmt von den anderen Kanälen bei YouTube. Wir treffen uns heute hier beim Sidera 409. Das ist mein Scherzkanal. Den hat der Robert, der jetzt hinter der Kamera steht, wie immer eigentlich. Deswegen seht ihr den nämlich auch nicht. Den haben wir mal wieder aktiviert und da haben wir uns gedacht, wir tun die Videostücke da rein, die sich überhaupt gar nicht lohnen beim Raphael, beim Eva 1588 oder beim Robert le Diable einzusetzen, weil es ist einfach nur Kitsch. Böse Zungen nennen das auch Abfall. Aber die Szenen sind einfach nur mal da. Und da haben wir gedacht, dann packen wir die in den Kanal rein, der ursprünglich mal der Eva 1588 sein sollte. Und ich denke einfach mal, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Ist also jetzt meine erste Einleitung hier. Ich ziehe mich auch gar nicht an extra dafür. Wir gucken uns jetzt mal auf der Linie 107 um. Da haben wir nämlich die historischen Wagen letztes Jahr, also 2010, mal gefilmt, wo die hier zwischen Stadtmitte und Zollverein fuhren. Und bevor wir sie wegschmeißen oder löschen, zeigen wir sie euch lieber. Also, hier sind erstmal die historischen Wagen von der 107. Gesehen, Erfahrungswelt hat um die Psyche und Sinne finden zu tun, aber unser Erfahrungswelt heute, ihr sollt mal erfahren, wenn wie das ist, wenn hier die alten historischen E-Pack-Wagen fahren. Ich darf die aufsetzen, ne? Die fahren heute nach Gelsenkirchen, wieder zurück zur Helenstraße und die pendeln heute ein paar Mal und ihr sollt alle dabei sein. Gleich müsste der Erste kommen. Ich habe schon hier 14:45. Wir warten mal ein paar Minuten und dann seht ihr mal historische Wagen hier im Gebiet vom Zollverein. Ja, wir haben das Zollvereingelände da hinten. Das Ding, das steht hier im Weg. Das braucht kein Mensch. Wir sehen das alles gleich. Wir kümmern uns um die Straßenbahn, weil hier ist eine Hauptstraße, da ist alles viel zu laut hier. Bis gleich, ne? Auf dem Betriebsgebiet der Bogestra, das heißt auf Gelsenkirchener Stadtgebiet. Hier, Bogestra-Gebiet, da wieder Essener Gebiet. Kennt ihr noch diese Masken? Schon uralt. Hier stehen noch ein paar davon. So, ein paar Minuten noch, dann dürfte der 3x8 zurückkommen. Abwarten.
fährt er 3x8 dann auf Essener Gebiet rauf. Und an dieser Haltestelle sind früher die Beiwagen abgekuppelt worden. Die blieben dann da stehen. Und der Wagen, der von Gelsenkirchen kam, hat sie dann wieder mitgenommen nach Altenessen. Da sieht man aber heute nichts davon. Finde ich aber sehr wichtig, solltet ihr wissen. Vor allen Dingen die, die nicht aus dem Ruhrgebiet sehen will, weil er es noch nicht kennt, noch nie hier gewesen ist. Wir sind hier in Essen-Katernberg und so wie hier, dieses Umfeld, so sieht das Ruhrgebiet eigentlich heute zum Teil noch aus. Früher war das gang und gäbe. Die alten Zeckenhäuser. So hart, alles noch richtiger Ziegelstein, kein Beton, kein Trockenbau, das hat man früher alles gar nicht gekannt. Ja, da hinten haben wir dann auch noch mal ein paar Zeckenhäuser. Ja, ein paar Minuten müsste der 1753 normalerweise kommen, wenn das Ding bei dem Internet drin steht. Ja, also warten wir noch. Ernestinstraße. Da sind wir hier. Große Bushaltestelle. Straßenbahn hält hinter euch. Gucken wir gleich drauf. Um euch mal zu zeigen. Das ist echt ein ganz gemütliches Stoppenberg. Nikolaus-Klaus-Kirche. Da musste ich früher mit meinem Vater hin. Ich ging ja so gerne spazieren und ich war immer so klein noch. Ja, dann kommt gleich wieder die nächste der historische Wagen. So, dann gucken wir mal weiter, ne? Das sind die Ruhrpop-Melodien der Vergangenheit. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Das ist also... Boah, ich habe keine Ecke in den Augen. Nee, Quatsch, das kommt von der Sonne. Aber war das geil, ne? Das war spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Boah. Dagegen könnt ihr das doch alles vergessen. Da könnt ihr das doch alles vergessen, obwohl der M-Wagen ist wirklich, also... Oh, habt ihr mal gesehen, wie Essen von Weitem aussieht? Skyline. Wir sind hier am Freistein, wo die 107 nach Gelsenkirchen abzweigt, von der 106 nach Altenessen. Da steht mein Spielzeug da vorne. Gleich wieder. Ja, einfach die Autos hier weglassen. Also mein Spielzeug steht da vorne, da ist die 106, die endet heute erstmal hier. Also ganz Wochenende, weiß ich auch nicht. Ich gucke ja auch nicht so genau hin. Und ja, ich würde sagen, das ist es. Ach, alles gut. Aber hier gehen wir noch ein bisschen alte Straßenbahn gucken, ne? Die kommen nämlich gleich.
so die 106 aufzieht, ne? Eher nehme ich mir das Leben, bevor ich in diese 106 einsteige. Ne, da liegt es nochmal. Was ihr da vorne seht, da war früher der alte Bahnübergang der Schienenbusstrecke, wo ich euch schon mal von erzählt habe. Ihr bleibt mal alle stehen. Und da kommt gleich der 3x8 rum. Das ist aber hier die Grenze Essen-Nord, Essen-Stoppenberg. Mein Gott, die Blechkutschen, die nerven mich, Ich weiß doch gerade, warum ich keinen Führerschein habe, ehrlich. So, fürchterlich. Na, wir warten mal lieber auf den 3x8 hier. So was lebt, dass man seine ganze Jugend dafür aufgegeben hat, nur um sich für Straßenbahn zu machen. Vor allem hier in dieser schönen Stadt. Boah, gib mir mal richtig runter. Guck mal, da keine Haare. Und hier sieht man noch. Ey, bist du bekloppt? Da ist kein Bus, da ist keine Straßenbahn. Guck mal lieber nach da, da kommt er doch.